Hallo zusammen, ich bin's wieder, der Kevin. Wie ihr schon an der Musik hört, wird es jetzt etwas entspannter. Wir machen jetzt einen Stretch and Relax-Kurs, kommen zur Ruhe und entspannen uns. Fangen wir direkt einmal an, lockern uns einmal, wärmen langsam den Körper ein bisschen auf, der Oberkörper kommt mit. Wir atmen mit der Atmung ein und aus, durch die Nase, tief ein. Aus dem Mund schmal aus. Und dann auf der rechten. Und wieder links. Und wieder rechts. Leicht mit den Beinen mitkommen. Tief ein, tief aus. Freut sich die Wirbelsäule hier. Langsam hochhalten die Balance. Und jetzt den Fuß wechseln. Zwei. Noch einmal. Gut. Gehen langsam auf die Kniekehlen, sind gestreckt. Das geht zur Brustbeinflexion. Die Fingerspitzen lang. Hört auf euren Körper, denkt an eure Knie, Hüfte, Schultergürtel, Halswirbelsäule. Ihr entscheidet individuell, wie tief ihr kommen möchtet. Und wir pendeln nach rechts und links. Und wir werden langsamer. Halten den Moment inne, gerne noch ein Stück tiefer, das Kinn rangezogen zur Brust und wir richten uns Wirbel für Wirbel auf. Öffnen die Arme am Gesicht vorbei nach oben. Schieben das Becken leicht nach vorne, den Kopf leicht nach hinten. Genießen diese Dehnung. Und ziehen die Hände wieder ran und lockern uns. Gehen gerne die Mattenlehne hoch und runter. Schütteln die Beine aus. Breiter Stand,
Fußspitzen nach vorne, physiologischer Grundstand. Die Hände gehen auf Schulterhöhe. Der Blick geht langsam nach links und wir ziehen den Oberkörper auf die linke Seite. Die Fingerspitzen verhelfen uns, die letzten Zentimeter mitzunehmen. Ihr entscheidet individuell natürlich, wie weit ihr kommen möchtet oder was der Körper zulässt. Und wir wechseln die Seite auf die rechte Seite. Beckenboden schön anspannen und aufrichten. Und im Wechsel links, rechts, links, rechts. Und löst. Vorne auspendeln. Einatmen, ausatmen. Hochziehen und lösen. Und im Wechsel schon einzeln auf zum Ohrläppchen und wieder tief. Und in Zeitlupe. Gehen wir einen Schritt zurück. Rechtes Bein geht nach vorne. Kleinen Schritt. Nun halten wir die Hüfte mit den Fingerspitzen einmal fest und kreisen mit den Knien mit der Hüfte nach vorne und versuchen eine 8 zu malen. Ihr entscheidet natürlich, wie groß der Kreis wird, die Bewegung der 8. Achtet darauf, dass hinten der Fuß gerade gestellt ist. Wie eine physiologische Grundstellung. Sehr schön. Ihr könnt gerne die Augen schließen, wenn ihr möchtet. Und euch nur auf die Ausführung konzentrieren. Sehr gut. So langsam spüren wir es. Die Übung macht sich bemerkbar im Körper. Und bleiben wir einmal stehen und rückwärts. Das Ganze auf. Schütteln die Beine aus. Gerne ein bisschen schwingen lassen. Wir wechseln die Seite. Konzentriert euch und kommt in die Ausführung. Macht ihr das? Der Körper kommt langsam zur Ruhe, ihr merkt das. Achtet auf die Atmung. Entspannt euch richtig schön. Genießt es bei dem hektischen und stressigen Alltag, den wir immer haben. Ist das genau das Richtige, was wir ab und zu mal brauchen, um unsere Kraftreserven wieder aufzutanken, damit die Batterie wieder voll ist, dass wir wieder aktiv und fit für den Alltag sind. Wir pausieren und wechseln die Seite, sprich rückwärts.
wieder mit den Füßen. Jetzt links. Haltet die Balance, ihr entscheidet, wie viel Schwung ihr auf das Bein übertragen möchtet. Brustkorb ist geöffnet, Schulterblätter zurück, Fußspitzen schön rangezogen, Füße sind gerade gestellt. Wir lösen. Wechseln die Seite. Genau, mit geschlossenen Augen, wenn möglich. Und öffnet langsam wieder die Augen, löst das Bein. Hüftbreiter Stand, leichte Beuge im Kniegelenk. Hände an die Hüfte und nun kommen wir in Kreisbewegung. Ihr entscheidet, wie groß der Kreis werden soll, was die Hüfte zulässt und das Knie. Spürt die Bewegung, werdet eins mit der Bewegung, schließt gerne die Augen, genießt die Ruhe. Wer möchte, darf den Kreis nun vergrößern. Stoppen kurz und wechseln. Gerne nun den Kreis vergrößern, wenn möglich. Und langsam die Augen wieder öffnen. Leicht rotieren. Die Beine sind hüftbreit aufgestellt. Die Arme schwingen langsam mit. Wie langsam hochziehen und lösen. Linke Hand kommt nun nach hinten, hinter den Kopf. Die rechte Hand umgreift einmal den Ellenbogen und zieht den Arm individuell für eure Dehnmöglichkeit nach hinten. Gerne die Dehnung verstärken, Brustkorb öffnen dabei, Bauchnabel einziehen. Und langsam lösen. Und wir wechseln die Seite.
Verstärkt die Dehnung gerne. Den Kreuzer auflösen. Ihn ausschütteln. Gerne die Matten in den nach oben runter. Tief einatmen. Tief aus. Tief ein. Tief aus. Tief ein. Tief aus. Und das letzte Mal. Tief ein. Tief aus. Sehr schön. Komm wieder. Hüftbreit auseinander. Der Kopf geht langsam nach links mit dem Kinn Richtung linke Achse. Die Hand wird nur draufgelegt. Die Augen werden geschlossen. Die rechte Hand wird tief gezogen. Und diese Position wird nun gehalten. Atme tief ein, tief aus. Wir lösen die Seite langsam auf und wechseln die Seite. Wieder auflösen. Schüttelt die Arme schön aus. Der Trapez entspannt sich, die Durchblutung kommt zurück. Nun kommen wir mit dem Kopf noch in die Ja-Situation. Ganz langsam. Schließt die Augen dazu. Das Ganze auf, lockern uns einmal, blinzeln mit den Augen schön, dass wir wieder wach werden, gehen auf die Fußspitzen. Atmen einmal tief ein vom Mund und wieder aus. Tief ein, tief aus, tief ein, tief aus, und das letzte Mal, tief ein. Zieht euch immer schön lang. 5, 4, 3, 2, 1 und ausatmen. Bleibt nochmal kurz um, Kniekehlen sind gestreckt.
das Kinn zu Brustbein gezogen, Fingerspitzen lang, jeder wieder individuell und sein Dehnungsgrad. Zeitlupe. Kommt zum Stillstand und richtet euch bitte Wirbel für Wirbel langsam auf. Öffnet den Brustkorb und löst ihn wieder. So, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr, sehr gefallen. Ich bin tiefenentspannt. Ich hoffe, ihr zu Hause auch. Und wir sehen uns bald wieder. Bleibt gesund, alles Gute. Euer Kevin, euer CityFit. Auf Wiedersehen.